Guten Morgen, Freunde. Jetzt sitze ich gerade im Restaurant hier vom Red Planet Hotel und ich bin ein bisschen fasziniert, weil das hier so witzig aussieht. Das zeige ich euch jetzt mal. Okay, Oliv ist gerade Corned Beef und so. Und so sieht's hier aus. Abends ist natürlich was los, da hinten ist ein Billardtisch. Und dann guckt man hier Sport. Und da macht sie jetzt gerade mein Essen. Ja, hier gibt's halt irgendwie alles mögliche an Drinks. So ein bisschen die Sportsbar, würde ich sagen. Also alles ein bisschen amerikanisch auch. Ganz nett, Jägermeister. Naja, abends, da ist hier natürlich richtig was los auch. Also gut, hier sind auch viele, viele Ausländer von der ganzen Welt, aber auch Filipinos. Und abends dann sind hier noch ein paar Mädels da, um die Jungs zu unterhalten. Ja, jetzt esse ich gleich erstmal Spanisch, was heißt hier Omelette. So? Ha? Omelette. Omelette, genau. Ja, das wollte ich euch gerade zeigen. Thank you. Hello. So sieht das aus. Oh mein Gott, was ist das? Da kommt gerade mein Bus. Damit fahren wir heute Nacht. Da sind so Betten drin. Also es sind keine ganzen Betten, man sitzt halt, man liegt halt im Sitzen. Do you say anything? Ja, so sieht das hier aus. Das nennt man den Super Deluxe Bus. Jetzt warten wir hier gerade. Da hinten ist Mami. Yes. Wollte ich nur mal kurz erzählen. Wir fahren wieder nach Hause. Das ist wirklich angenehm. Also selbst ich kann hier die Beine lang machen. Ich bin 1,80 groß oder 1,79 und ich kann die Beine ausstrecken. Das ist echt cool. Das ist das erste Mal für mich jetzt, dass ich in so einem Bus hier fahre. Also auch in meinem Leben. In Deutschland bin ich noch nie in so einem Bus gefahren. Ja. Baby, you say hello now. Say hello now. Baby. 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 Okay, she don't want. So, ich gehe jetzt mal schnell rüber zum 7-Eleven und hole mir einen Hotdog und Batterien. In diesem Sinne reingehauen und bis später.